Genau, viel Spaß. Unsere erste Keynote am heutigen New Day kommt von Alexander Pfeiffer. Er ist der Leiter des Zentrums für angewandte Spieleforschung an der Donau-Universität in Krems und er ist Eigentümer von Pfeiffer Medien. Seit 2008 entwickelt sein Unternehmen innovative Lösungen unter Zuhilfenahme von neuen Medien und spielerischen Ansätzen. Gamifiziertes Lehren und Lernen vom Kindergarten bis ins Seniorenheim, das ist der Titel seines Vortrags. Einen schönen guten Morgen seitens der Donau-Uni Krems und auch von meiner Seite danke an den Patrick für die Einladung. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Schülerinnen und Schüler auf meinen Vortrag reagieren werden, weil ihr seid eigentlich wahrscheinlich das kritischste Publikum hier im Raum und könnt zu dem, was ich sage, aus der User-Seite wahrscheinlich am meisten beibringen oder beitragen. Wenn wir über Gamification und Serious Games reden, Gamification ist dieses Zauberwort, dieses super mega Trend Hype-Wort bis zum Jahr 2020. Nahezu jeder möchte gamifizieren. Sogar dieser Öltanker Wirtschaftskammer hat es erkannt und hat den E-Day dieses Jahr unter das Motto mehr Spielraum für Unternehmen gestellt. Und wenn das sogar die Wirtschaftskammer erkennt, dann sieht man, dass das wirklich ein riesiges Thema ist, das sehr präsent ist und jetzt mittlerweile auch nach Österreich mit starker Verspätung gekommen ist. Bei Serious Games und Gamification geht es natürlich um Spielen und spielerische Ansätze und wir schauen uns zuerst einmal an, wer spielt. Das sind meine Eltern. Nachdem ich mir die PlayStation 4 mit der Donau-Uni gekauft habe, sozusagen, haben sie die PlayStation 3 übernommen und sind total verrückt nach den Move-Controllern und spielen eigentlich jetzt mittlerweile fast jeden Abend Bogenschießen. Wahnsinn, also mein Vater war immer schon sehr technikaffin, aber es war wahnsinnig spannend, wie ihnen diese Technologie einfach taugt und dass sie miteinander plötzlich spielen. Dass ich das noch miterleben darf, dass das meine Eltern machen, war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist die typische Zielgruppe, wo wir sagen, das sind ja die Spielerinnen und Spieler. Spannenderweise, wie man auf diesem Stockfoto sieht, lesen sie auch noch Bücher und schauen auch in Hefte. Für mich aber eine der spannendsten Zielgruppen neben den alten Leuten, weil es von den Mechaniken sehr, sehr ähnlich funktioniert, sind die hier. Das ist mein Taufbub, schon vor 5 Jahren. Und wie 2011 der Ruf der Donau-Uni kam, die Zentrumsleitung zu übernehmen, habe ich der Julia, eben der Mama vom Taufbub, die Leitung meiner Firma übertragen. Und wir haben von Anfang an immer wieder Gespräche natürlich führen müssen, die Übergabe der Kunden. Und ich habe den kleinen Tobi dann immer einfach mein iPhone 3 gegeben und habe die ersten Kinder-Apps installiert, die ich halt im App Store gefunden habe und die ich ganz spannend mir gedacht habe, dass sie spannend sind. Er hat sich dann gedacht, so immer nach 10 Minuten, er möchte doch gerne unsere Aufmerksamkeit, hat dann immer den Home-Button gedrückt, also den Knopf, das aus der App aussteigt. Hätte wahrscheinlich selber mit 1,5, 2 Jahren schon wieder einsteigen können, aber er hat dann immer uns das Handy gegeben, dass wir ihm immer das Spiel starten. Dann war ich ein paar Tage später beim Libero und habe gesehen, dass Fisher-Price, der berühmte Spielehersteller für Kinderspiele, damals schon eben vor 4,5 Jahren eine eigene Halterung gebaut hat, damit eben die Kinder nicht mehr den Home-Button drücken können, damit sie in der Baby-App von Fisher-Price bleiben und sozusagen nicht die Eltern nerven, dass sie da wieder einsteigen sollen. Das habe ich dann, ja, habe mir gedacht, gut, wir müssen uns wirklich das Thema anschauen und das Medienpädagogik. Wir hatten zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele Lehrerinnen in der neuen Mittelschule bei uns in den Lehrgängen und ich habe mir gedacht, eigentlich beginnt das Ganze schon viel früher im Volksschulbereich, aber vielleicht noch viel früher im elementarpädagogischen Bereich. Wenn wir uns aber anschauen, global gesehen, wer spielt, kann man auch E-Sports sehen oder der globale Trend, dass Spielen einfach zum Mega-Event wird. Spielen ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und wenn man sich so wie das große E-Sports-Event mit Dota 2 letztes Jahr in Seattle anschaut und man E-Sport auch als Sportart sehen würde, wäre das von den Preisgeldern her eigentlich das zweitgrößte Sportevent, das letztes Jahr auf der Welt stattgefunden hat, von dem, was der Gewinner eben an Preisgeld bekommt. In Österreich ist E-Sports noch nicht so ganz angekommen. Es gibt sehr vereinzelte Versuche. International ist es aber auf jeden Fall ein Riesentrend, der aber auch querbeet durch alle Altersklassen geht. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler dem Direktor sagen, ich bin FIFA-Profi, ich möchte jetzt nach Köln zum Turnier, bitte ich die Direktion, dem stattzugeben und die Schülerinnen und Schüler auch zum E-Sports-Event zu lassen. Ja, wer spielt alle? Wir haben es eh kurz angedeutet. Mittlerweile ist jeder vierte Spieler, jede vierte Spielerin schon älter als 50 Jahre. Das Durchschnittsalter für Spieler ist fast bei mir, ich bin 36, 35, das heißt, ich bin eigentlich schon ein Jahr älter als der Durchschnittsspieler. Leute, die spielen, sagen in den Umfragen, dass sie de facto im Spiel hängen bleiben und ihr ganzes Leben spielen, auch wenn sich das Spielverhalten natürlich ganz stark ändert.
Und das ist irrsinnig spannend, wenn man sich das, den Bereich des exzessiven Spielens anschaut. Wenn Sie Statistiken sehen, dass Kinder mehr spielen als Erwachsene, ist das vollkommen logisch. Die gehen in die Schule, machen ihre Hausübungen und haben Zeit zum Spielen. Das heißt, die Spielstunden sind intensiver, aber auch, weil sie einfach noch das passende Alter und die Zeit dazu haben. Spannend ist der Trend, dass immer mehr Frauen zum Glück zum Spielen beginnen. Das Ganze hat mit den Online-Rollenspielen begonnen, mit 15% Frauenanteil bei World of Warcraft. Charaktere im Spiel spannenderweise über 50%. Das heißt, viele Männer spielen gern Frauen. Aber dank der Handy-Games, der Smartphone-Games etc. Ist der Frauenanteil immer größer. Frau Hage wird Ihnen später erzählen beim Projekt Mit Mut, wie Mädchen auf die Frage, was spielen sie, reagieren und dass sie Smartphone-Spielen vielleicht anfänglich gar nicht als Spiel sehen. Warum spielen wir? Da gibt es ganz viele Forscher und ganz tolle Paper zum Lesen, was uns dazu bewegt zu spielen. Und ja, eine Sache ist, dass man dieses Mittendrin-Gefühl haben möchte, dass man mit anderen spielen möchte, man möchte gegen andere spielen. Die sozialen Kontakte sind für die, die jetzt nicht gerade Einsiedler von der Einstellung her sind, sehr, sehr wichtig. Die Freiheit, sich da in den Welten bewegen zu dürfen und natürlich auch das Kompetenz erleben und auch Kompetenzen zeigen zu können, ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und für uns hier sehr wichtig, wenn wir heute über Gamification reden, die Freiwilligkeit, beziehungsweise auch das Feedback aus den Spielen. Ja, was spielen wir und wie lange? Das ist leider schon von 2011 bis 2012, leider gibt es diese Studie nicht aktueller. Ein Plugin in Online-Spielen hat gemessen in Nordamerika und Asien, in Nordamerika und der EU, wie viele Stunden welches Spiel gespielt wird, wirklich Online-Spiele, es sind die Offline-Spieler nicht dabei. Und bei League of Legends kann man sagen, dass über 1,2 Milliarden Menschenstunden im Jahr verspielt wurden. Und das ist Asien nicht dabei, dort, wo eben die Battle-Arena-Spieler sehr, sehr intensiv sind. Und jetzt hat man diese unglaubliche Anzahl an Spielstunden und kann sich fragen, wurde das verspielt, wurde da etwas Positives gemacht, hat man da einfach nur ein Freizeiterleben gehabt. Nichtsdestotrotz sieht man eben, wie anfänglich gesagt, das Spielen wirklich im Herz der Gesellschaft da ist und einfach ein riesengroßes Thema ist und ja, einfach die Filmindustrie auch im Umsatz überholt hat und die Entertainment-Industrie mit Spielen hat auch gezeigt, dass sie Wirtschaftskrisen ganz gut durchlebt. Jetzt gehen wir in den Mikrokosmos zurück und kurz zu mir, auf die Einzelperson bezogen, warum spiele ich und warum tue ich das, was ich mache. Dieses Screenshot ist von einem Spiel, nennt sich Ultima 6. Darf ich kurz mal fragen, wer spielt schon so lange, dass auch Ultima 6 gespielt hat? Bitte, immerhin 4 Personen. Ich war 8, 9 Jahre alt, wie das Spiel rausgekommen ist, Ende Volksschule. Und es war für uns ein Spiel im Spiel. Mein Papa, den man ja am Anfang gesehen hat, hatte auch eine Medienproduktionsfirma schon und für damals tolle Computer. Nur er hat gemeint, Spielen ist eine Chance und wie ihr spielt, geht's in die Schule, lernt's. Vokabeln werden morgen geprüft. Das heißt, wir hatten das Spiel im Spiel, die Spiele illegalerweise auf seinen Firmen-PCs zu installieren und einzubrechen in sein Büro, damit wir spielen können. Das war mal immer die erste Challenge. Die gibt es bis heute in vielen Familien. Das Zweite, was an dem Spiel unglaublich spannend ist, ist, dass es, abgesehen davon, dass es unglaubliche 4 High-Density-Disketten groß war, das muss man mal auf einer Festplatte verstecken, hat man sich ein bisschen Computertechnik beigebracht und Speicher freigeschalten, dass das Spiel funktioniert. Und es gab nur einen Speicherstand. Das heißt, wenn ich in dem Spiel ein Blödsinn gemacht habe, war es wirklich teilweise dahin. Und mein Bruder hat mich einfach nur als Person verwendet, die von A nach B läuft. Also die dummen Aufgaben habe ich in seinem Spiel gemacht. Und bei dem Spiel ging es aber ganz stark um Ethik. Und man sieht hier den Startscreen, wo das Skillset festgelegt wird. Und man sieht schon, man muss sich entscheiden, macht man dies oder jenes und so wird halt der Charakter gebaut. Zusätzlich war das Spiel auf Altenglisch, das hat dazu geführt, dass ich meine erste Englischschularbeit in der Volksschule in der 4. Klasse auf Altenglisch geschrieben habe. Meine Mutter wurde vorgeladen, sehr schwierig zu erklären, warum dem so ist. Aber für mich viel spannender war, dass ich mit meiner kleinen Maus, die in meiner Gruppe dabei war, einen Goldbahn gestohlen habe und ich wurde nicht erwischt. Mit diesem Goldbahn habe ich das größte Schiff im Spiel gekauft. Habe meinen Bruder aufgeweckt, der hat ein Nickerchen gemacht. Ich habe eine Watschen bekommen, weil er sich gedacht hat, ich wurde beim Goldbahn stehlen erwischt und er muss wieder von Anfang beginnen. Als ich ihm dann erzählt habe, ich wurde nicht erwischt, alles ist gut, hat er mich ein bisschen gelobt. Und ich habe meinem Papa 50 Schilling gestohlen. Er hat mich erwischt, ich habe eine Woche Hausarrest bekommen. Und das führt im Prinzip, ich muss sagen, fast 20 Jahre her, führt dazu, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, nämlich Zentrumsleiter für Spieleforschung an einer Uni. Und schauen wir uns jetzt ganz kurz an, was dieses GameStar überhaupt ist oder ja, was dieser Begriff bedeutet.
Wir stellen das Spiel in den Mittelpunkt und verbinden das Spiel mit de facto allen Disziplinen, die Sie sich vorstellen können. Von Marketing, eben Adware Games, Ingame Advertising, Personalwesen, ein ganz ein Riesentrend ist es, Assessments zu bauen, spielerisch für künftige Mitarbeiterinnen. Games for Health ist eine Riesenbewegung. Natürlich Games im Bildungswesen, darüber reden wir sehr intensiv. Aber es betrifft das Spiel in allen Kategorien. Das kommerzielle Spiel, die wirklich nur für den Spaß gemacht sind, die Serious Games, die einen speziellen Zweck erfüllen, oder eben die Gamifizierung, wo wir Spielmechaniken nehmen und die auf Spiel umlegen. Was aber Spiele auch tatsächlich machen, ist, dass sie primär für pure Unterhaltung gemacht wurden und uns Spaß bringen sollen. Zur Spieleforschung per se können Sie sehr viel Lektüre lesen. Sie können da auch vor ein paar tausend Jahren schon beginnen in der Lektüre, oder zumindest so vor knapp 2000 Jahren. Und ich mag aber am liebsten die Literatur von Bernhard Süitz oder die Definition. Und er sagt, ein Spiel spielen bedeutet, aus freien Stücken zu versuchen, unnötige Hindernisse zu überwinden. Und der Satz, finde ich, trifft es auf den Punkt und zeigt, warum wir Spieler spielen und warum uns Spielen so viel Spaß macht. Wenn man jetzt so eine Meta-Analyse macht von allen Spielertheoretikern, die meisten ja noch davor im vordigitalen Zeitalter, selbstverständlich, so wie Heusinger, der 1938 den Begriff Homo Ludens geprägt haben, dass vier Dinge sind sich die Spielertheoretiker einig, aus dem Spiele bestehen. Also Spiele haben ein Ziel, Spiele haben eine gewisse Form von Regelwerk, Spiele geben dir mehr oder weniger sinnvolles und regelmäßiges Feedback und Spiele sind freiwillig. Und wenn wir jetzt hier das Motto haben, digitale Medien in Arbeits- und Lernumgebungen, ist der Begriff Freiwilligkeit von den vier Dingen, den wir rot anmalen müssen, kursiv stellen und uns in weiterer Folge genauer anschauen. Grundsätzlich nur kurz die Grafik, wenn Sie sich für digitale Spieleforschung interessieren, auf der Webseite von Jesper Juhl, nicht der Familienforscher Jesper Juhl, sondern der Spieleforscher, findet man viele seiner Paper, also man muss auch nicht seine Bücher kaufen, obwohl sie sehr gut sind, und der hat da ganz tolle Modelle gemacht, wie das sein Classic Game Model, was sind Spiele, was sind Grenzfälle und was sind keine Spiele. Zitate kommen ja auch in Büchern und Papern immer wieder vor und drei gefallen mir da besonders gut, die ich hier kurz mitgeben möchte im Vortrag. Brian Sutton-Smith sagt, das Gegenteil von Spiel ist nicht Arbeit, sondern Depression. Und Depression ist, auch wenn wir später über Gamifizierung reden, das Einzige, was Sie meiner Meinung nach nicht gamifizieren können. Wenn Sie einer depressiven Person Punkte dafür geben, dass er in die Arbeit geht, wird er sicherlich nicht in die Arbeit gehen, sondern noch mehr die Decke über den Kopf ziehen. Csikszentmihalyi, der ja den Flow-Effekt im Prinzip sehr detailliert beschrieben hat und begründet hat, sagt, dass wir uns als Menschen am Leben intensiver erfreuen sollen. Und dann möchte ich noch auf Jamie Gonigal verweisen und mit ihrem Zitat ein bisschen herumspielen, weil Jamie Gonigal, ich nehme an, einige von Ihnen haben ihre Bücher gelesen, sie ist so der Leuchtturm der Spieleforschung im extremst positiven Sinn. Sie ist, ich sage immer, der Anti-Spitzer. Sie ist eine sehr hübsche Frau, die ganz tolle Forscherin ist, aber die immer nur öffentlich über die positiven Aspekte des Spiels redet. Und sie sagt eben, harte Arbeit, die wir uns ausgesucht haben, ist das, was uns am meisten motiviert. Umgelegt, um jetzt danach auf die Gamification zu kommen, sagen wir, dass die Ziele, die wir uns selbst ausgesucht haben, denen wir freiwillig nachgehen, oder Sachen, die wir von unseren Lehrern, unseren Chefs bekommen und denen wir aber auch freiwillig nachgehen dürfen, das könnten die Sachen sein, die uns am meisten motivieren. Kommen wir jetzt eigentlich zur Gamification per se. Die ganz klassische Beschreibung ist die Anwendung von Spielmechaniken auf spielfremde Bereiche, wie wir es vorher auch in der Wolke rund um die Spiele hatten, ist de facto alles möglich. Und sogar Depression ist möglich zu gamifizieren, aber nicht, um den Menschen zu helfen, sondern um der Familie zu zeigen, was bedeutet Depression. Da gibt es ein ganz tolles Spiel von der Doris Rusch, nennt sich Elude. Ich teile jetzt die Gamification in drei Teilbereiche ein. Das kann man so machen, muss man nicht so machen. Machen wir jetzt seit sehr vielen Jahren zu dem Thema Gedanken und das ist für mich persönlich die Lösung im Kopf, das Thema ein bisschen zu ordnen. Anwendungsmöglichkeit 1 ist für mich die In-Game-Gamification. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt und ich hoffe, nachher bei der Kaffeepause mit den Schülerinnen und Schülern da ein bisschen reden zu können. Viele Spieler bedienen sich Mechaniken, die nicht direkt mit dem Hauptquest oder den Sidequests zu tun haben, um das Spielerlebnis noch einmal lustiger zu machen und noch mehr Challenges zu bieten. Sei es jetzt wie bei Assassin's Creed 1, dass man rote Fahnen sammelt, oder wenn Sie bei FIFA Soccer ein ganz besonders schönes Tor schießen, dass Sie in der Xbox One ein Achievement bekommen, 10 Tore mit Fallrückzieher geschossen und dann kriegen Sie eine Medaille und das können Sie mit Ihrer Gruppe scheren. Bei Online-Rollenspielen, Sie haben alle Katzen,
in ihren Online-Rollenspiel gesammelt und dann wird der Katzensammler eingeblendet und alle in ihrer Gilde sehen, dass sie dieses Achievement haben. Und ganz, ganz spannend und auch gleichzeitig bedenklich ist der Bereich des Glücksspiels. Auf der einen Seite verbieten wir in Wien das kleine Glücksspiel, auf der anderen Seite gibt es Lotto.at, wo ich jederzeit mein Geld verspielen kann. Und zusätzlich werden Game Mechanics eingebaut, um Ihnen Spaß und Freude beim Geldverlieren zu bereiten. Und gehen Sie mal auf Lotto.at und spielen Sie dort. Sie haben auch Gratispunkte, Sie müssen kein Geld ausgeben. Das Spiel, wo Sie der Prinzessin die Burg bauen. Sprich, im Spinwheel sehen Sie 4 Burgen. Sie haben da 5 Euro verloren. Und gleichzeitig wird ein kleiner Baustein für Ihre virtuelle Burg gebaut. Wenn Sie die Burg fertig gebaut haben, wird ein Glücksspiel wieder getriggert. Deswegen ist es rechtlich in Ordnung, wo Sie mit Ihrem fiktiven Geld immer sehr viel Geld verdienen. Wenn Sie es mit realem Geld spielen, kriegen Sie natürlich dementsprechend weniger. Aber je mehr Burgen Sie gebaut haben, man sieht es rechts oben recht schön, kriegen Sie kleine Abzeichen. Und wenn eine fertige Burg dann da ist, eben auch das Achievement dazu. Vegas kann man sich im Detail anschauen. Da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Aber da gibt es ein tolles Buch, Addiction by Design, was ich Ihnen sehr empfehlen kann. Grundsätzlich habe ich bis 2012 unsere Welt mit der Glücksspielwelt getrennt. Nachdem ich aber ein Forschungsprojekt in Vegas hatte, bin ich immer mehr drauf gekommen, dass die Welten in Wahrheit sehr miteinander verschmelzen. Die zweite Anwendungsmöglichkeit von Gamification ist der ganz klassische Ansatz, eben Spielmechaniken auf Nichtspielumgebungen umzusetzen. Wer von Ihnen verwendet so ein Band, um abzunehmen oder irgendwas in diese Richtung zu machen? 1-2 Leute immerhin schon. Zusätzliche Apps wie Runtastic oder Zombie Run, um mehr Spaß beim Laufen zu haben. Auch immerhin 2-3 Leute. Das, was Gamification tun soll, ist eigentlich, während Sie natürlich das Spiel verwenden, Stiegen zu steigen, statt den Aufzug zu nehmen. Das ganz, ganz, ganz Schwierige an Gamifizierung ist, auch an gut gemachter Gamifizierung ist, dass das Ganze den Effekt führt, dass Sie auch ohne dem Armband und ohne dem Spiel rundherum Stiegen steigen. Bei mir selber kann ich es, glaube ich, sehr, sehr anschaulich erzählen. Ich habe vor einem Jahr geheiratet, hatte 20 Kilo weniger, aber vor 2 Jahren genauso viel Kilos wie jetzt und habe ein Jahr lang Nike Fuel gespielt. Das heißt, ich hatte die Motivation, auf den Hochzeitsfotos einfach total toll auszuschauen, so wie mich meine Frau kennengelernt hat. Habe das Spiel gespielt, bin nur Stiegen gegangen, alles zu Fuß, habe super abgenommen. Hochzeitsreise, die Fotos passen noch. Am 20. August hatte ich einen meiner Lieblingsprofessoren bei uns, den Scott Osterweil, und habe an dem Tag um vielleicht einen Halbstock nicht mein Tagesziel erreicht. Daraufhin hat meine Frau zu mir gesagt, naja, machst halt nicht mehr jeden Tag Sport, haben wir mehr Zeit zum Serienschauen. Und ja, dann habe ich halt aufgehört mit Sport und schaue jetzt wieder ganz viel Netflix. Das ist noch so das böse Übel parallel Netflix Österreich. Ja, aber das zeigt Gamification sehr gut und dass es wahnsinnig schwierig ist, da etwas wirklich Nachhaltiges zu machen. Ganz klassische Anwendungsfälle, Sammelmarken kennen Sie, dass Sie einfach Pickeln sammeln und dafür kriegen Sie einen Rabatt. Was mittlerweile nahezu alle Supermärkte umgesetzt haben, auch der Hofer, von dem man es eben nicht erwartet hätte. Ein sehr positiver Fall von Gamification ist ein Projekt von einem Studenten von mir, vom Herrn Scheikner, der arbeitet bei Digital Affairs, die eine Gamifizierung für die Wiener Linien gemacht haben, wo es darum geht, in den Foren einfach netter miteinander umzugehen und Leuten zu helfen. Und wenn geholfen wird, vergeben die Game Master positive Punkte. Und die Community baut einfach Punkte auf und was man als Belohnung kriegt, sind einfach nur so virtuelle Pickerln, die aber alle bekommen, wenn ein gewisser Punktestand erreicht wurde. Und ich war nicht ganz sicher, ob das funktioniert, habe mit Vincent geredet, habe gesagt, du, ich weiß nicht, ob das reicht zu der Motivation und es war ein Wahnsinn, wie diese Aktion funktioniert hat und wie lebendig das Forum wurde, nur indem man halt einfach gemeinsam Punkte erreicht. Sie haben das angelehnt an World of Warcraft, wie die zweite Version rausgekommen ist. Und sowohl die Horde als auch die Allianzspieler Gegenstände bringen mussten, um eine große Wand zum Explodieren zu bringen und das nächste Spiel freizuschalten. Also man sieht, dass man auch wirklich tolle Sachen machen kann, um die Community zu bewegen. Das könnte man sagen, ist mein erster Gamification-Ansatz beruflich gewesen. Es war im Jahr 2004 für eine große österreichische Haushaltstechnikfirma, die unglaublich viel Geld E-Learning-Videos gemacht hat, die sich unglaublich wenige Leute angeschaut haben. Beim Problem, dann haben wir selber, oder ich habe damals eben schon begonnen, mich mit dem Spiel auch auseinanderzusetzen und heutzutage würde man drüber lachen, aber wir haben halt so eine Art Quizduell gemacht um Produktwissen.
und das aber quer durch alle Abteilungen. Das heißt, auch die Reparierleute konnten über Vertriebswissen mitquissen und vom Mediamarkt über die Plushändler bis hin zu den Leuten, die bei der Zentrale angestellt sind. Und das Ganze war komplett freiwillig. Als Preis gab es ein Produkt von der Firma, auch wenn man nicht mehr angestellt ist, ein Leben lang. Das war vom Preis her sehr, sehr gut gewählt. Das war ein Glücksfall. Und es hat eben auch gezeigt, dass man niemals mit Geld gamifizieren soll, sondern nur mit emotionalen Werten arbeiten soll oder Dingen, die mit Herz zu dem, was sie gamifizieren wollen, eine Verbindung bringt. Wir haben es auch freiwillig gemacht. Im ersten Jahr haben so 30-40% der potenziellen Leute mitgespielt. Im zweiten Jahr waren es schon über 80%. Das Finale haben wir in der Firmenzentrale gespielt mit Buzzern. Also das heißt, die Besten wurden eingeladen. Messen konnte man den Erfolg in den Folgejahren über die Umsatzzahlen und auch über die Umsatzzahlen von Verkäufen, die eigentlich nicht so stattfinden sollten oder normalerweise stattfinden, sodass ein Service-Mitarbeiter eigentlich dort ist, um den Kühlschrank zu reparieren und es dann schafft, der Hausfrau einen Cats and Dogs Staubsauger mit HEPA-Filter zu verkaufen. Das haben sie in den Videos gelernt, hat jahrelang nicht funktioniert. Dadurch, dass sie dann bei dem Spiel mitgemacht haben, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Das sind jetzt die typischen Mechaniken. Wenn Sie eine davon anwenden, könnte man schon von Gamification sprechen. Wenn Sie nur Punkte anwenden, gibt es auch dieses Subwort Pointification, dass Sie eigentlich kein Spiel machen, sondern nur eine reine Bepunktung der Aktivitäten. Für mich sind es aber zwei Zutaten, die ganz wichtig sind, oder von meiner Seite her die zwei geheimen Zutaten. Das eine ist Objektivität. Jede Gamifizierung, die zu einem Preis führt, muss messbar fair sein. So, dass die Community nicht aufschreit und dass sie tatsächlich sagen können, ja, das wurde fair erreicht. Wenn Sie jetzt ein Sportspiel machen, ein Sportgamification, wo man selber die Daten einträgt, wie lang bin ich gelaufen und man kann einen Thermenurlaub gewinnen. Die Menschen, kann man ja sagen, sind ja grundsätzlich sehr ehrlich, aber es wird sicher ein, zwei Leute dabei sein, die ihre Kilometer einfach wie verrückt reinhacken und die vielleicht nicht ehrlich sind. Wenn der dann den Preis gewinnt, könnte man sich aufregen. Und die zweite Zutat, das ist immer für mich die wirklich geheime Zutat, ist die Narration. Wenn Sie eine Gamifizierung machen, denken Sie an die Schreiberlinge, männlich und weiblich, die unglaublich viel Potenzial hatten und die nur darauf warten, von Ihnen angestellt zu werden. Lassen Sie sich eine geile Geschichte, die den Lebensalltag Ihrer Zielgruppe trifft, von denen schreiben, ein Framework zu machen, wo Ihre Gamification, von mir aus auch Ihre Produkte drinnen ablaufen und es werden alle viel, viel mehr Spaß haben. Ja, man kann auch darüber reden, ob Facebook etc. so einen hohen Erfolg hat, weil das Like, das sie auf ihr Posting bekommen, tatsächlich die höchste Wertigkeit einer Bepunktung ist, weil sie bekommen von einem Menschen, den sie potenziell persönlich kennen, nehmen wir an, sie haben 600 Facebook-Freunde, 80 kennen sie persönlich, und einer von denen gibt ihnen ein Like und sie denken sich, wow, der Thomas hat mein neues Paper geliked, ich bin ja unglaublich glücklich, der Thomas hat das geliked, und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr wertvoller Punkt. Spannend, was Facebook seit circa einer Woche macht. Das ist jetzt unsere Zentrums-Facebook-Seite. Ich wusste nicht, dass sie das Spiel haben. Ich bin zufällig draufgekommen und man merkt, ich bin viel zu viel am Handy, weil ich habe 100% der Nachrichten innerhalb von 4 Minuten, innerhalb von einer Woche beantwortet. Und jetzt steht auf unserer Startseite für eine Woche lang, dass wir besonders toll im Antworten sind. Das soll natürlich eine Art Prädikat sein, dass wir ein kommunikatives Zentrum sind, dass wir unsere Studierenden ernst nehmen, unsere Bewerberinnen und Bewerber ernst nehmen. Aber auch da sieht man ganz stark, dass sie so informell dich in diese Richtung treiben, einfach noch mehr auf der Plattform zu sein und Abzeichen zu sammeln. Es gibt natürlich auch die böse Seite der Gamification und da ist ein Beispiel von einer Supermarktkette in Amerika, die einerseits eine der besten Apps für die Kunden gemacht haben mit Challenges, wer doch alle Supermärkte. Auf der anderen Seite, wenn Sie im Target-Supermarkt sind in Amerika, schauen Sie mal auf die Screens und Sie sehen, dass die Kassiererinnen gut oder bad bekommen, je nachdem, wie schnell sie waren. Das Ganze ist aber ein sehr gefährliches System, weil wenn eine alte Frau mit Stock reingeht und wo ist mein Dollar, dann kriegt er die arme Kassiererin bad, weil einfach der Zeitraum viel zu lang gedauert hat. Und das nennt Kirkpatrick, ein Professor aus Manchester, die Ludofaction. Oder wie gesagt, mein Lieblingsprofessor, der Scott Osterweil, nennt das Ganze Exploitationware. Wir könnten das auf Deutsch auch einfach die digitale Peitsche nennen. Und es gibt einige tolle Beispiele zur digitalen Peitsche. In Österreich ist es ein Technologiekonzern, der die Vertriebsmitarbeiter, die Datenbank warten, bekommen dafür
besonders tolle Punkte. Und ich sage, es ist ein bisschen ein Problem. A, wird dann vielleicht zu viel Zeit mit der Datenbank verbracht und weniger im Vertrieb. B, solange irgendein Managementunternehmen diese Punkte sieht, ist es schon die digitale Peitsche. Das heißt, man müsste die Punktezahlen immer hochgradig verschlüsseln und vielleicht nur die Top 3 und man selber sind öffentlich ersichtlich. Also es gibt ganz viele Beispiele, oder Walt Disney, die in ihren Hotels mittrackt, wie schnell in der Wäscherei die Sachen zusammengelegt werden und dann sagt, das ist ein Spiel und wer ist schneller? Es ist einfach kein Spiel, es ist enormer Druck. Und wenn Sie forschen in Foren und sich das einfach anschauen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort posten, würde ich mich als Konzern nicht trauen, das offiziell Gamification zu nennen. Der dritte Bereich der Anwendungsfälle ist die, das würde ich sagen, sind Serious Games. Darüber kann man natürlich diskutieren, man könnte Serious Games auch als eigene Kategorien sehen. Für mich ist es aber eine Gamification, weil ich nehme ein Medium, das digitale Spiel, das eigentlich für den Spaßkontext gemacht wurde und mache daraus Games of a Purpose, also Serious Games, und probiere Zielgruppen zu erreichen und ihnen mehr Spaß beim Lernen zu bringen. Einige tolle Beispiele sind Remission, wo es darum ging, Kindern zu zeigen, dass, was in ihrem Körper vorgeht und dass sie die Medikamente regelmäßiger nehmen. Oder Conflict Palestine ist natürlich sehr, sehr nett. Oder von der Firma OFOS evaluiert von uns das Physikabenteuerspiel Ludwig. Und da hat Michi Wagner, inspiriert von James Bolger, eine ganz tolle Formel entworfen. Wenn man sich daran im Game Design hält, ist das großartig. Das, was sie als Lernziel ausgeben sollte, das Spielziel sein. Und da sind wir jetzt auch schon ein bisschen in der Geschichte der Begrifflichkeiten vom Spielentlernen. Alles hat im Prinzip mit der Simulation begonnen, also mit dem total ernsthaften. Es ist kein Spiel, es ist einfach nur ein technisches Abbild der realen Welt. Flugsimulator in einer Flugausbildung. Dann hatten wir zum Beispiel 1978 den Matheblaster, Atari 2600. Und an dieser Stelle möchte ich Sie bitten, als Hausübung auf YouTube zu gehen und sich Werbungen anzuschauen von Spielkonsolen Ende 70er, 80er. Education war damals der Verkaufsschlager. In jeder einzelnen Spielkonsolenwerbung sehen Sie eine glückliche Familie und ein Kind, das lernt, indem es 11 mal 9 rechnet und draufkommt, es ist 99. Mit dem Atari Joystick. Also sehr, sehr lustig. Ja, dann gab es die Edugames. Edugames war in den 90ern der Hammer und jeder hat die gemacht. Das Problem ist, dass es da immer einen Lernbruch gibt oder gab zwischen dem, was sie gelernt haben und dem, was sie gespielt haben. Wir haben hier Nordmeerfischer, man fährt mit dem U-Boot herum und macht irgendwas und ich weiß bis heute nicht, was das Lernziel ist. Entweder sind es Blumen im Meer oder Fische, aber ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Bei vielen Spielen ist es so, dass man irgendetwas spielt bei Edugames und dann steht, und jetzt lernen Sie, dann kommen Sie auf eine Webseite und füllen dort ein Quiz und eine Datenbank aus. Das ist einfach nicht lustig. Deswegen sind leider Gottes die Schülerinnen und Schüler so extremst verschreckt, wenn jetzt der Lehrer kommt und sagt, heute gibt es Lernspiel. Oder? Wie ist das bei euch in der Schule? Lernspiele gut, schlecht? Gut, noch ein bisschen schüchtern. Nachdem es plötzlich keine Fördergelder mehr für Edugames gab, ist eben der neue Begriff rausgekommen, die Serious Games. Die ersten Ansätze waren eben bis jetzt eigentlich ganz gut, aber jetzt kommt leider Gottes mittlerweile auch immer mehr Schrott raus, die sich einfach nur des Namen bedienen. Bei Serious Games soll das Lernen ohne Medienbruch stattfinden, so wie beim Ludwig, wo wir mit dem Roboter herumlaufen, Windkrafträder bauen etc. Das Ganze in einer Geschichte eingebettet und es macht wahnsinnig viel Spaß, deswegen wird es jetzt auch gerade auf Chinesisch übersetzt, weil die das gerne auch hätten. Und dann sind wir bei dem Begriff Gamification. Das heißt, wir nehmen etwas, was gar nicht Spiel ist und bauen einfach Mechanics. Eine kleine Geschichte von einer Studentin. Sie hat den Schulalltag gamifiziert. Alles, was nicht mit Lernen per se zu tun hat. Also Tafel löschen 5 Punkte, pünktlich sein 5 Punkte. Und nach 3 Monaten Spielen hat wirklich die ärgste Schülerin den Wettbewerb gewonnen und hat einen Flatscreen bekommen. Das war vor 4 Jahren, das war noch ein super Preis. Und das war aber die Punkbraut, also die wirklich die Ärgste. Also sie ist eine coole Person, aber Schule ist nicht so ganz ihres gewesen. Hat sie den Preis gewonnen, wurde noch auf der Schulhomepage im schönen Gewand gepostet. Am nächsten Tag war sie wieder Punkerin und hat mit Spray auf die Schulwand gesprüht. Ein böses Wort. Was zeigt das? Sie wollte einfach den Flatscreen haben, hat sich die 3 Monate der Gamification hingegeben, aber es hat natürlich 0% Persönlichkeitsänderung, vielleicht total im Gegenteil. Und das Establishment schön angezogen, pünktlich in die Schule kommen, mag sie jetzt noch weniger als vorher.
war eine sehr spannende Forschung. Jetzt könnte man sagen, gut, dann verbrauchen wir ein neues Wort, gamifizierte Simulation, wo man sagt, das ist Game-Based Learning oder spielerische Anwendungen, dann, wenn es in einem Simulationskontext stattfindet und eine Leistungsbeurteilung stattfinden muss. Lehrer wollen gerne Noten geben und das, was eigentlich noch spannend ist, die Schülerinnen und Schüler wollen in ihren Spielen in der Schule auch eine Leistungsbeurteilung. Es war für mich sehr spannend, das aus den Forschungen zu lesen und auch selber zu beforschen, aber sie wollen nicht nur rein spielen in der Schule, sie wollen tatsächlich auch eine Beurteilung. Ich habe mit Geoffrey Long letzte Woche lange geredet, er hat gesagt, ich soll das Wort wieder wegnehmen und soll es einfach Sparkling irgendwas nennen. Jetzt bin ich mit mir selber im Zwist, wo ich sage, vielleicht gut gemachte Sachen sind gamifizierte Simulationen und diese berühmte Brokkoli, die in Schokolade gebettet ist, ist dann eine Sparkling-Unterrichtseinheit. Also da kann man sicher noch viel machen. Ich schaue nur kurz auf die Uhr. Ja, Game-Based Learning funktioniert auf jeden Fall. Da gibt es ganz viele Forscherinnen und Forscher, die das gezeigt haben. Ganz wichtig ist, dass es mehr Zeit braucht, dass es einfach viel länger braucht, Stoff da durchzubringen, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer hier ganz anders vorbereiten müssen und dass es natürlich auch größere Probleme gibt. Wir haben in einer Schule in Graz den Ludwig getestet. Wir haben erhoben, welche Computer habt ihr? Die hatten tolle, aber sie hatten kein Internet. Beziehungsweise, ich glaube, ein 56K-Modem in der ganzen Schule. Dann hat ein 3-Megabyte-Update einige Stunden gebraucht. Das könnte man als Hürde im Einsatz von Game-Based Learning feststellen. Also da kann man unsere Paper dazu lesen auch. Da gibt es ganz viele Punkte, die man einfach beachten muss, wenn man diesen Schritt macht, Game-Based Learning einzusetzen. Grundsätzlich das Schöne an Game-Based Learning ist, dass sie sämtliche Lerntheorien, die sie so in ihrer BH-Ausbildung etc. gelernt haben, auf Spiele anwenden können. Und am besten bauen sie ihre Mechanik so, dass möglichst alles in guten Mix vorkommt. Mark Brainsky kennen Sie sicher, hatten die Lehrerinnen und Lehrer von Ihnen in der Ausbildung. Und der hat sich eben angeschaut, was wollen die Schülerinnen im Unterricht. Und er hat eben auch gesagt, ähnlich wie ich ganz am Anfang begonnen habe, warum wir spielen. Sie wollen im Unterricht das Miteinander, sie wollen aber auch das Gegeneinander. Schüler wollen ganz, ganz wichtig zeigen können auf Facebook, was sie in der Schule gemacht haben. Und wenn sie ein geiles eigenes Spiel gemacht haben oder in einem Schulspiel einen Erfolg haben, kann man das natürlich super in den sozialen Medien teilen. Der Lehrer übernimmt hier in diesem Kontext oder auch der Chef eine neue Rolle, dass er eher der Mentor ist und die Leute machen lassen soll, aber bereitstehen sollte, dabei zu sein. Dann könnte man sich die Frage stellen, gibt es diese Super Digital Natives? Das ist immer ein Taufpuppe in der Evolution, jetzt ist er dann schon ein bisschen älter und tut Videos schneiden. Und man müsste sich anschauen, welche Skills hat er? Er kann wahrscheinlich keinen Computer auseinandernehmen und weiß, wo liegt der RAM, auch weil der RAM mittlerweile nicht mehr so ein einzelner schöner Baustein ist, sondern irgendwo anders gebaut wird. Das haben wir alten Menschen noch. Mit der Media Literacy hat er es wahrscheinlich dann auch nicht so, wie wir es verstehen. Aber es gibt sicher viele andere Kompetenzen, die er mitbringt, wahrscheinlich einfach anwendungsbezogen, dass er rumklickt. Ich habe jetzt gestern im Zug zwei Borderline-Cases überlegt. Das eine ist, Wer von Ihnen geht gerne auf Rockkonzerte und sammelt die Bändchen? Ja, bitte. Haben Sie Bändchen auf den Händen gerade? Nein. Daheim, sehr gut. Also viele haben sie auch als Show-Element am Bändchen. Und da könnte man eigentlich sagen, das ist so ein bisschen die informelle Gamifizierung, ob es bewusst gemacht wurde oder nicht, vielleicht am Anfang noch nicht und jetzt später, wo die Aufdrücke immer toller werden schon, dass man einfach zeigen möchte, ich habe eine Trophäe, ich habe dem Rock am Ring und das Frequency überlegt, ich war dort campen, ich habe den 3-Tages-Pass gehabt. Zusätzlich könnte man sich überlegen, dass man die Events per se gamifiziert. Das ist so ein Gedankenspiel. Stellen Sie sich vor, es gibt Extended Goals. Wenn 15.000 Bier getrunken werden, spielt Metallica eine zweite Zugabe und alle Biertrinker beim Konzert wissen, dass sie wirklich diese Achievements erreichen können. Sie müssen einfach nur saufen, was sie ohnehin beim Event gerne tun. Und da könnte man sehr, sehr viel machen. Mal schauen, ob ich damit mal zu einer Eventagentur gehe. Wir haben Borderline-Cases, Sticker sammeln und da muss man ganz, ganz stark differenzieren zwischen dem klassischen Panini-Sammelalbum, wo ich einfach mit meinem Freundeskreis gemeinsam sammle, weil ich Fußballfan bin, weil ich gerne sammle, oder dem, was in letzter Zeit abgeht in den Supermärkten. Es dürfte ein unglaublich großes Geschäft sein, weil selbst der Hofer, dessen innerste Philosophie ist, nicht diese Sachen zu machen, Sticker mit x Euro Einkauf und Sammelalben ist jetzt darauf aufgesprungen mit der Gut-Eiderbichl-Aktion. Und ich mache gerade eine aktuelle Umfrage und in einer Zwischenauswertung sieht man schon sehr stark, dass es funktioniert und dass die
Eltern sehr wohl beeinflusst sind, in welchen Supermarkt sie gehen, aufgrund, wo das Kind sagt, in der Klasse sammeln wir das Album von Hofer, vom Spar, vom Merkur, wer auch immer gerade aktiv Ideen hat. Und waren es am Anfang noch nur die Alben, die man gesammelt hat in der Klasse, kriegt man jetzt, wenn man brav sammelt, auch sein Tierchen dazu. Wo man auch drüber nachdenken kann, ich habe es in meinem Buchbeitrag drinnen, wenn man sich jetzt Skifahren hernimmt, wer schaut gern Skifahren? Ich hoffe, das sind jetzt viele. Wir sind in Österreich, in Vorarlberg. Habt ihr keine Skifahrfans? Vielleicht in Tirol ein bisschen mehr. Das, was ich beim Skifahren immer so spannend finde, ist, die fahren eh jede Woche und dann gibt es eine EM, eine WM, oder EM gibt es ja glaube ich nicht beim Skifahren, eher WM und Olympische Spiele. Und plötzlich schauen fünfmal so viele Leute zu, die Medien sind voll davon, es gibt glückliche Bilder. 98 Nagano ist für mich ein gutes Beispiel, und Hermann Mayer hat es voll auf die Pappen, halb Österreich ist um 2 in der Früh beim Fernseher und sieht das, und dann gewinnt er am nächsten Tag und am übernächsten Tag 2 Goldene. Und in Wahrheit, es ist zum Nachdenken, ich würde es eben nicht ins Gamification Framework noch reinnehmen, ist es vielleicht ein Trick der Sportindustrie, mit diesen Special Events in einer Saison, wie gesagt, wo ohnehin das jeden Tag stattfindet, jede Woche, noch einmal extra Zuschauer zu generieren und noch einmal mehr Immersion auch zu schaffen fürs Publikum und mehr mit dabei zu sein. Ganz wichtig ist der Flow-Effekt in der ganzen Forschung, die wir betreiben. Beim Flow-Effekt von Csikszentmihalyi geht es eben darum, in diesem Kanal zu sein, immer passendes Feedback vom Spiel zu bekommen, in der Schwierigkeit, wo man sich gerade befindet. Und wir haben eine Modellsynthese gebaut mit der subjektiven Aufgabenschwierigkeit von Atkinson, wo der Flow-Effekt stattfindet. Dort, wo die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und der Erfolganreiz aufeinandertreffen, in der Kurve darüber, könnte potenziell der Flow-Effekt stattfinden. Der ist natürlich nicht permanent. In World of Warcraft, wenn Sie gerade beginnen, haben Sie das am Anfang bis Level 10 noch vielleicht alle 10 Minuten. Wenn Sie jetzt auf Level 90 sind, haben Sie es vielleicht nur noch alle 6-7 Wochen, dieses positive Gefühl, dass Sie irgendetwas Tolles, Neues erreicht haben. Ja, kurz zum Showcase von den eigenen Projekten. Jetzt vom Kindergarten bis ins Altersheim, im Speedrun. Ich glaube, wir haben 5 Minuten später begonnen. Patrick, habe ich noch bis 5 nach? Okay, super. Gigi und Pupa, also das sind jetzt zum Großteil eigene Projekte, aber die zeigen das, glaube ich, ganz gut. Gigi und Pupa ist eine Videosequenz, einfach dann bitte auch als zweite Hausübung in YouTube eingeben und anschauen. Da geht es darum, dass wir ein 3D-Küken gerendert haben, dazu auch rechts oben sieht man die Wiki mit dem ausgedruckten 3D-Druck 3D-Küken, also wir haben so ein kleines Kinderuniversum für unsere Testkinder geschaffen und haben das Video den Kindern gezeigt, mit den Kindern geredet, was seht ihr in diesem 1-Minuten-Video? Wir haben es den Eltern gezeigt und den Elementarpädagogen. Aus den 3 unterschiedlichen Gruppen haben wir 3 unterschiedliche Ansichten, was denn die Kinder wahrnehmen. Wir haben die Ansicht der Kinder, die uns wahnsinnig viel aus dem Videoclip erzählen konnten, die einer gelben Hand, die ins Bild kommt, einen Namen geben, Gigi Mama oder Gigi Papa, die einen Ball, der Ball fällt ins Gacki und die Hand gibt den Ball sauber zurück, da gibt es eine kleine Animation dazu. Die Eltern haben gesagt, wir müssen einen blauen Ball zurückgeben und nicht den roten, weil einen Ball, der ins Gacki fällt, den haut man ja weg. Elementarpädagogen haben gesagt, wir brauchen eine Sequenz, um das zu desinfizieren, weil im Kindergarten werden nur desinfizierte Bälle zurückgegeben. Und die Kinder waren da am ehrlichsten und haben gesagt, der Ball ist sauber, weil Gigi Mama, Gigi Papa, Gigi Bruder gibt dir den Ball dem Gigi zurück. Und er würde ja nie einen dreckigen Ball, wo Gacki noch drauf ist, zurückgeben. Und es war unglaublich arg, man sieht auch die kleine Miriam, die war 3 Jahre alt, da hat dann die Mama noch 3 Monate nach dem Versuch, den wir vor Ort gemacht haben, angerufen und gesagt hat, da war ein Gacki am Boden und sie hat gesagt, da muss Gigi Mama helfen oder den Straßenkehrer holen, weil das ist die letzte Sequenz, dass das eben weggewischt wird. Und wenn die jetzt von einem 1-Minuten-Video so viel mitnehmen und wir aber jetzt Halterungen bauen in Kinderwegen, um sie dauer zu be-iPaden, ich meine, ich finde ja iPad und Kinderanwendungen auch wahnsinnig spannend und man kann da super Sachen machen, aber trotzdem muss man ein bisschen drüber nachdenken, was kriegt mein Kind mit, was erlebt mein Kind im Medienkonsum und wie nimmt es das auf. Lucky Luke ist ein zweites Projekt für eine große Filmfirma, da haben wir einen Prototypen gebaut und wenn Sie Ihren Kindern, wenn Sie welche haben, vor 4-5 Jahren Baba Baba etc. auf YouTube zeigen wollten, haben Sie gesehen, da gab es noch ganz viele Folgen. Mittlerweile finden Sie kaum noch wertvollen Kindercontent auf YouTube. Warum? Sie tun ihn restriktiv raus, weil Sie ähnlich wie bei Netflix Geld damit verdienen wollen.
bei all diesen Projekten habe ich den Engel und den Teufel auf der Schulter. Die Absicht der Firma ist ganz klar, sie wollen den Eltern mit medienpädagogisch wertvoll Geld aus der Tasche ziehen. Wir probieren wenigstens so den Beitrag zu bringen, dass das Produkt aus unserer Sicht in Ordnung ist und vielleicht noch einen gewissen Mehrwert hat. Aber man sieht es als Markt in den nächsten Jahren, wenn Sie es ganz riesig sehen, dass die Werbeindustrie das groß bewerben wird in allen Kanälen, dass es eigene Video-on-Demand-Kanäle für Kinder gibt. E-Mail ist ein Spiel eines Studenten von mir, wird im Klinikum Tulln gerade getestet und da geht es darum, das episodische Gedächtnis von Kindern wieder zu aktivieren und die ersten Erfolge sind wirklich sehr toll. Also den Kindern macht diese Therapie mit dem E-Mail-Spiel und den Sammelkarten wahnsinnig viel Spaß. Da können die Kinder daheim Sequenzen lernen in einer Rittergeschichte. Und wenn sie beim Therapeuten, bei der Therapeutin sind, sind Fake-Karten eingebaut, die nicht zu den Karten passen, die sie gelernt haben. Und das macht ihnen so viel mehr Spaß mit der Narration und der Geschichte dazu, mit der Geschichte, die auch die Eltern den Kindern erzählen können, als so wie davor, wo sie einfach nur Symbole gelernt haben oder ähnliches. Jetzt sind wir bei ein bisschen Älteren. Ab 10 Jahre, Greta ist ein Spiel von uns zum Thema erneuerbare Energien, wo man auch, also was man in der Schule einsetzen kann und wo man gegen die Mechanik spielt oder in einer Dreiergruppe gegen die Mechanik spielt. Gerade eben bauen wir ein Spiel zum Thema Umweltzeichen, soll dann auch an die Schulen in Österreich gehen ab Herbst, auch zum Gratis runterladen, hoffe ich, wo es einfach ein Umweltquiz stattfindet, das ist ein Hybrid-Game, sprich es kombiniert ein Brettspiel mit dem Board. Ludwig, können Sie ohnehin das erste Level auch gratis runterladen, war der große Renner eben der Firma Ophos, wird gerade auf Chinesisch übersetzt. Das ist ein Beispiel, dass Sie einfach auch kommerzielle Spiele nehmen können. Minecraft ist leider nicht von uns, also ich gebe es zu, offen und ehrlich. Aber was wir machen, ist die Minecraft Challenge. Das heißt, wir lassen derzeit gerade 300 Jugendliche die geilsten Gebäude bauen zu einem Überthema, The Future is Now. Und auch wenn jetzt schon einige Schülerinnen und Schüler geschrieben haben, so, die Mama hat gemeint, ich soll doch eher für die Schularbeit lernen, gibt es schon die ersten Screenshots und Videos, die uns die Kinder einsenden. Und es ist toll, wie viele Gedanken sie sich machen, in welcher Welt sie gerne leben wollen. Achievement ist jetzt ein Produkt von unserer Firma. Da wollen wir eine gamifizierte Lehr-Lern-Plattform machen, eingebettet in ein Storytelling-Konzept, aber doch so schulnah, dass man daheim einfach die Übungen machen kann und hoffentlich in der Schule einsetzen kann. YBT-Challenge. Kennt jemand von Ihnen in Vorarlberg die YBT-Challenge? Ui. Wirklich nicht. Nicht einmal das Pölten in der ersten Reihe. Doch, schon mal gehört. Es ist ein Produkt von Hannes Jagerhofer. Acts, wo es darum geht, Skills auszulesen aus dem, was die Mitspielerinnen und Mitspieler tun. In den ersten Jahren war es tatsächlich ein 3D-Spiel, dann ein Interview, dann die Live-Challenge. Mittlerweile ist es mehr ein Quiz geworden und in diesem Jahr war es rein nur eine TV-Show auf Servus TV. Das heißt, das Format ändert sich auch rasch. Aber es zeigt, dass das ein riesiger Markt ist, spielerisch tatsächlich etwas abzuleiten für die reale Welt, objektive Ergebnisse zu erzeugen und den Kindern die Möglichkeit zu geben für Realjobs oder den Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, in einen echten Job, in einen hochwertigen Job einzusteigen. Toolkit Game-Based Learning ist ein EU-Projekt von uns, wo es darum geht, eine Szenariensammlung zu erstellen, wie kann mit kommerziellen Spielen und Serious Games in sämtlichen Unterrichtsfächern, in sämtlichen Altersstufen unterrichtet werden. Spannenderweise ist es ein Markt und es gibt so eine hochwertige Sammlung auch nicht, wo die Lehrer aktiv partizipieren können. Das ist ein kleines Erasmus-Plus-Projekt. Mit Mut wird Ihnen die Kollegin um 12 Uhr hier im Raum ein bisschen intensiver etwas darüber erzählen. Das ist ein FFG-Projekt, wo es darum geht, einerseits ein Social Network mit Minigames zu verbinden, das Ganze eingebettet in eine Narration, dass die Mädchen vielleicht nicht den wunderschönen Beruf einer Friseurin erlernen wollen, sondern auch die Idee haben, eine HTL sich anzuschauen oder in die Technik zu gehen. Traces kann man dann ab Herbst spielen. Da geht es darum, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, auch eine positive Spur zu hinterlassen. Das ist eigentlich im Prinzip ein Technologietest-App, wo wir diesen spielerischen Kontext mit der Journey, mit dem Erlebnisraum geschaffen haben. Und das ist ein aktuelles Seniorenspiel, das derzeit im Haus der Barmherzigkeit getestet wird, der Bike Racer, inspiriert vom Neuro-Racer von der Stanford University, die aber unglaublich hohe Lizenzgebühren verlangen, um das Spiel einzusetzen. Das heißt, wir haben für das Haus der Barmherzigkeit ein eigenes gebaut, zuerst noch mit schöner Grafik. Bei den ersten Testungen hat uns der Auftraggeber einen Tag vor der Testung vor Ort gesagt, dass ihre Rechner 15 Jahre alt sind.
Das heißt, aus dem Spiel ist dann das geworden. Aber es funktioniert jetzt auf einem 15 Jahre alten Rechner, obwohl es mit Unity 5 gemacht wurde. Was machen wir? Man fährt mit dem Rad, man muss auf der Strecke bleiben. Es wird alle 3 Minuten gemessen, wie oft habe ich die Strecke verlassen. Man muss mit der Leertaste auf die richtigen Symbole klicken zum richtigen Zeitpunkt. Alle 30 Sekunden bzw. alle 3 Minuten mit einer etwas komplizierten Rechnung wird sowohl das Fahrradverhalten angepasst an den Skill, als auch wie oft drücke ich wohin. Und das Spannende ist, was in dieser Kombination nicht Stanford macht, sondern eben vom Haus der Barmherzigkeit, Forschungszentrum und uns entwickelt wurde, dass es eine Realtestung auch gibt auf einem ABÖ-Testcenter, wo die alten Leute schön im Kreis fahren und Events getriggert werden, auf die sie aufpassen müssen, wo sie uns Feedback geben müssen, ob sie das gesehen haben. Und wir haben jetzt halt verschiedene Testgruppen und schauen uns letztendlich an, kann man auch bei älteren Menschen dieses Aufmerksamkeitstraining spielerisch erreichen, dass sie dann, wenn sie dann doch mal wieder Auto fahren oder Fahrrad fahren, eine höhere Aufmerksamkeitsspanne haben. Der Altenmarkt ist riesig, also wenn Sie jetzt ein bisschen Geld verdienen wollen mit diesen ganzen Game-Based Learning und Lernumgebungen und so weiter, stützen Sie sich auf die Kleinen, stützen Sie sich auf die Alten. Da ist noch, die zwei Märkte sind noch relativ unbesetzt. War das ein blöder Tipp gerade, oder? Und da ist nämlich auch spannend, vielleicht auch zum Haus der Barmherzigkeit, ein letzter Satz. Sie haben einen ganz teuren, tollen Roboter gebaut, der aufpassen soll mit einer Asus Ixion obendrauf, dass die alten Leute uns umfallen, dass die Rettung kommt. So etwas Ähnliches wie das Armband, was man da hatte. Meine Oma hat das auch gehabt, dass die Rettung andauernd kommen, weil es immer angeduscht ist. Und die alten Leute haben in so ein großes EU-Projekt haben den Roboter ins Abstellkammer gestellt, weil sie den blöden Roboter nicht im Haus haben wollten. Und mit einem ganz einfachen Trick wurde das jetzt so ein Mega-Erfolg. Auf diesem iPad, das vorne draufgeschnallt ist, gibt es jetzt die Wetternachrichten freigeschalten. Es gibt Sudoku, Solitär. Und das ist jetzt das Lieblingsding und steht eigentlich neben dem Bett und würde auch aufpassen, wenn dem alten Menschen etwas passiert. Da bin ich schon am Ende und möchte Ihnen zeigen, dass dieser Hypertrend 2020 vom Gartner-Institut eigentlich ein unglaublich alter Hut ist. Ich habe jetzt gerade ein größeres Paper geschrieben über die, woher kommt das, was wir eigentlich forschen und diese ganze Spieletheorie und wer waren die Ersten, die sich damit beschäftigt haben. Und wenn Sie die Enneaden 3 lesen, dann sehen Sie, dass Plotin schon im Jahr 244 nach Christus eigentlich Gamification, Game-Based Learning definiert hat und alles, was wir da jetzt auf der Uni tun und Fördergelder bekommen, ist total ab absurdum. Man muss nur Dinge lesen, die ein paar tausend Jahre alt sind. Und er sagt, spielen fürs Erste, ehe wir uns an den Ernst machen, also sozusagen gamifizierte Simulation, bevor ich tatsächlich in den Krieg gehe oder ähnliches, möchten wir behaupten, ist damit unsere gegenwärtige Abhandlung selber nur ein Spiel? Da sind wir mitten in der Geschichte drin, die Supermarktketten wie Hofer machen, die Industrieunternehmen machen mit ihrer Vertriebsgamifizierung etc., weil wir einfach in dieser gamifizierten Welt sind. Und ja, alles spielt ja nur aus Trieb nach der Schau, der Ernst des Mannes und das Spiel des Knaben. Also das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, dass man das Rad einfach nicht neu erfinden muss, auch nicht bei Heusinger im Jahr 1938 beginnen sollte. Schiller hat schon in seinen Briefen den Spieltrieb, den mechanischen Spieltrieb, sehr genau beschrieben. Und noch einmal 1500 Jahre früher gibt es eben Plotin, der eigentlich auch schon sich mit dem Spiel intensiv auseinandergesetzt hat. Da bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Und Sie sehen mich heute noch einmal, weil ich für eine Kollegin mit einem anderen Thema einspringe. Das heißt, ich bin schon wieder der übernächste Vortrag und da schauen wir uns Kriminalität in virtuellen Welten an in einen 15-Minuten-Speedrun. Da bin ich schon sehr gespannt. Dankeschön.